So, ja, dann herzlich willkommen zur Session 1.1, Einweisung in den Ablauf der Ausbildung. Ich hoffe, dass viele Fragen wir hier jetzt direkt klären können. Ich hoffe, dass das meiste bereits mit der Präsentation geklärt wird, aber gucken wir mal durch. Beginnen wir mit den Fragen, die schon mal im Forum gestellt worden sind, die ich ja nochmal beantworten möchte. Richtet sich das Angebot nur an 737-Piloten? Ganz klar nein. Man muss den Flieger nicht können, das ist ganz klar für Leute aufgezogen, die das Flugzeug noch nicht kennen. Und die 737 meinen zu kennen, denke ich mal, können dann auch einiges mitnehmen. Wie viele können teilnehmen? Unbefristet so viele wie wollen. Sowohl mittwochs als auch sonntags gibt es da keine Beschränkungen. Und nächste Frage war, ich habe nur Schulenglisch auf der Pfanne, das ist überhaupt kein Problem. Das reicht völlig aus. Wenn irgendwas klar ist und ich manchmal in zu viele englische Worte abdrifte, dann stoppt mich bitte und fragt nach. Das ist überhaupt kein Problem. Das wird dann mit der Zeit, denke ich mal, kommen, weil viele Sachen wiederholen sich. Manche Sachen kann man in der Fliegerei mehr oder weniger nur auf Englisch ausdrücken, weil sich das sonst ziemlich komisch anhört. Aber das Englisch an sich sollte kein großes Problem sein. Wann soll es losgehen? Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mein Ziel ist, wenn die meisten Leute aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt sind. Ich persönlich bin bis Ende Juli im Urlaub und ich denke mal, dass wir so Ende Juli, Anfang August beginnen werden. Wenn da jemand noch im Urlaub sein sollte, ist kein Problem. Also ein, zwei Sessions kann man sich ja in der Aufzeichnung dann angucken und dann in den laufenden Lehrgang dann noch einsteigen. Das ist kein Showstopper. Wie viel IFA-Ausbildung werden wir machen? Direkt IFA-Ausbildung keine, aber natürlich werden wir IFA fliegen und da werden wir einige Verfahren halt auch anwenden. Und denk mal, da wird man dann auch, wenn man IFA noch nicht hundertprozentig fit ist, doch ein bisschen was mitnehmen können. Ne? Der Schwerpunkt liegt auf dem Flugzeug an sich, in seine Technik und die Verfahren, die dort angewendet werden. Und natürlich ist dann als Beifang natürlich auch noch ein bisschen IFA dabei. Aber wenn jetzt jemand mitmachen möchte, der vorher noch nie IFA geflogen ist, das wird dann eher schwierig. Werden wir in den Praxisstunden selber fliegen? Ja, auf jeden Fall. Ne, da ist auch vorgesehen, dass wir gemeinsame Flüge machen, geteilt auf Zoom, vielleicht auch mal ein paar Einzelsessions, dass ihr fliegt und ich gucke mir das an. Und ja, mein Traum ist vielleicht sogar Präsenzveranstaltungen zu machen, dass wir uns mal irgendwo treffen. Das wäre natürlich gigantisch, aber müssen wir mal gucken, wie das sich mit Corona entwickelt und vor allem, wie die Leute in der Republik verstreut sind und wie reisewillig man da ist. Ich habe am so und so vielen terminliche Probleme. Ja, ich auch. Ne? Dass wir reden jetzt hier über einen Zeitraum von ungefähr 25 Wochen und das ist völlig normal, dass entweder von euch jemand oder ich mal an einem Mittwoch oder einem Sonntag dann keine Zeit hat. Das planen wir dann halt um. Wenn einzelne Leute verhindert sind, ist kein Problem. Die Sessions werden alle aufgezeichnet. Das kann man sich da im Nachhinein angucken. Wenn Fragen sind, kann man auch noch Fragen stellen. Sei es per E-Mail, WhatsApp oder in der nächsten Session. Das kriegen wir alles auf die Reihe. Also wer jetzt hier sagt, ich traue mich nicht, mich hier anzumelden, weil ich nicht weiß, ob ich am 27. November Zeit habe, das weiß ich auch nicht. Ne? Von daher kein Problem. Zum Ablauf. Ihr habt ja im Internet schon gesehen, da hatte ich ja was veröffentlicht. Ich habe das noch ein bisschen umgestellt. Erstmal Wichtiges vorab. Es geht hier um konzentriertes, fokussiertes Arbeiten. Ne, das heißt, wir werden, wie das manchmal so ist, keine riesengroße Gesprächsrunde machen mit Storytelling. Ich habe dies erlebt, ich habe das erlebt und wie war denn das? Wir wollen wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten an den Topics, die an dem Tag dann tatsächlich dran sind. Ne, Fragen nur zum aktuellen Gegenstand der Session. Ne, wenn wir zum Beispiel jetzt die Scheibenheizung, dieses Window Heat besprechen, da ist dann eine Story von jemandem, der mal von einem Flieger gehört hat, wo, was weiß ich, die Cargotür aufgeflogen ist im Flug, ist erstmal relativ uninteressant. Ne? Das heißt, wir halten uns wirklich an das, was wir gerade machen. Dazu kann man natürlich jederzeit gerne Fragen stellen, aber wie gesagt, dann no Storytelling. Ne? Das ist relativ straff, das Programm, was wir vorhaben, und da ist dann einfach keine Zeit, dass jeder dann irgendeine Geschichte erzählt von vor 30 Jahren. Tempo der Session, das gebe ich vor. Wenn jemand nicht mitkommt, schaut euch im Nachgang dann nochmal die Aufzeichnung an. Die kann man auch immer ein bisschen zurückspulen und das Ganze nochmal anhören. Und wenn danach noch was offen ist, irgendwelche Fragen offen sind, dann fragt gerne.
Ich plane maximal 2,5 Stunden pro Session. Ne, das ist schon sehr grenzwertig, wenn wir uns zu lange da jetzt, wenn wir 3, 4 Stunden über Flugzeugsysteme reden, dann wird das A langweilig und B kriege ich einen fusseligen Mund und C bringt das nichts, weil kein Mensch mehr irgendwas versteht. Das ist der Ablauf, den habe ich ein bisschen überarbeitet. Session 1.1 machen wir jetzt gerade. Die Folgesession geht dann über ein bisschen Struktur vom Handbuch, Symbolabkürzungen, was ist, wenn sich was ändert. Und dann geht es auch schon los in die Systeme. Nicht erschrecken, das sind jetzt alle Systeme, die dieses Flugzeug hat. Die werden wir durchsprechen. Und zwar versuche ich das wirklich auf euch zuzuschneiden. Ne? Als Hintergrund, wenn jemand ein Type-Rating macht für ein Verkehrsflugzeug, dann hat der bereits eine Berufspilotenlizenz und ein gültiges Multi-Engine-Rating. Das heißt, er darf schon mehrmotorige Flugzeuge fliegen und hat natürlich zehntausende Stunden an Theorieunterricht gehabt. Ich weiß, dass ihr das nicht habt. Deswegen werden wir die Tiefe, wie wir jetzt in dieses System reingucken, so flach halten wie möglich. Die Zeit werde ich auch nutzen, dann noch Hintergründe zu erklären, die man dafür wissen muss und die interessant sind. Das heißt zwar Type Rating, aber wir werden nicht so extrem tief einsteigen, wie man das bei einem richtigen Type Rating wirklich machen würde. Ne? Da kaut man jedes System von oben bis unten komplett durch und muss danach alles wissen. Das müsst ihr nicht. Ne? Ich werde da Schwerpunkte setzen und euch auch sagen, was wirklich interessant ist und wichtig ist, sich zu merken. Also da keine Angst haben vor dem Aufwand, der da auf jemanden zukommt. Dann geht es weiter. Im Block 3 mit Verfahren. Wir gucken uns erstmal die normalen Verfahren an. Das, denke ich mal, ist das Interessanteste im ganzen Rating. Ne? Wie fliegt man eigentlich dieses Flugzeug richtig? Was macht man wann? Und da werden wir auch etwas abweichen von dem Flight Crew Operation Manual, wo drin steht, wie Boeing sagt, dass dieses Flugzeug geflogen wird, weil da wird natürlich immer geredet von einem Kapitän, von einem Co-Piloten, von einem Pilot Monitoring, vom Pilot Flying. Haben wir nicht. Wir sind alleine, deswegen werden wir die Verfahren so stricken oder werde ich die so stricken, dass man die wirklich auch handhaben kann und trotzdem so dicht an der Realität wie möglich das Flugzeug wirklich dann auch fliegen kann. Dann schauen wir uns noch die nicht normalen Verfahren an, Non-Normal-Procedures. Das ist eigentlich in einem richtigen Type-Rating für Verkehrsflugzeuge der eigentliche Schwerpunkt. Ne? Wenn man da im Simulator eine Session macht, wenn man da eine Session macht, dann geht es eigentlich nur darum, dass irgendwas kaputt geht und was mache ich dann, wie geht es weiter? Ich weiß, dass es nicht praktikabel ist, ohne Co-Piloten oder zweiten Piloten im Cockpit große Non-Normal-Verfahren zu machen. Die Verfahren, die jedoch wirklich darstellbar sind und die auch interessant sich anzugucken, die werden wir in diesen Sessions dann mal abarbeiten. Hallo, hier ist der Jörg. Ich Ja, bin erst jetzt dazu das macht nichts, gestoßen. Jörg. Jörg, macht nichts. Du kannst dir die Aufzeichnung nachher angucken vom Anfang. Dann geht es weiter mit Übungen, wo wir dann ein bisschen das Puzzle zusammensetzen, die normalen Verfahren am Boden in der Luft, abnormale Verfahren, da machen wir ein bisschen Vorbereitung und wer möchte, der kann dann auch gerne einen Skill-Test machen, einen kleinen theoretischen Test und dann gehen wir mal eine Runde fliegen, 1:1, wo man dann ein bisschen unter Beweis stellen kann, was man da gelernt hat. Das ist wie gesagt, wie auch die Stage-Checks, die ab und zu stattfinden, optional, da muss sich keiner unter Druck gesetzt fühlen. Das könnt ihr gerne machen, das biete ich euch an. Das ist nochmal das ganze Programm, schwer lesbar, relativ klein. Ihr seht, ich habe das jetzt eingeteilt in wirklich einzelne Sessions in der linken Spalte. Da könnt ihr euch angucken, in was für eine Session, was für ein Thema drankommt. Und rechts könnt ihr dann für euch dann noch ein Datum eintragen und das abhaken, wenn ihr die Session wirklich gesehen habt, live oder halt die Aufzeichnung, dass man so ein bisschen nachhalten kann, was man gemacht hat und was nicht. Vorbereitung, Nachbereitung. Wie gesagt, das geht nicht so tief rein wie ein richtiges Rating. Das würde gar nicht gehen. Da fehlen die Grundlagen für die Berufspilotenlizenz und das Multi-Engine-Rating. Ich setze Schwerpunkte. Manche Sachen sind in Rot markiert, dann während der Session, was wirklich wichtig ist. Ihr braucht nichts mitschreiben. Das kann man nachher alles auf der Website sich angucken. Es gibt jede Menge Nice-to-Know-Wissen. Ne? Vor allem, wenn es um die Systeme vom Flugzeug geht, die ersten Sessions. Von Session 2 bis 8 geht es um Flugzeugsysteme,
Da ist sehr vieles nice to know. Ich hoffe, für die meisten interessant, das mal zu hören. Und wie gesagt, ich setze dann Schwerpunkte, wo ich dann sage, pass auf, das ist jetzt wirklich wichtig. Versucht euch das zu merken. Lernaufwand, jeder so wie er mag. Ne? Wer wirklich hier einfach nur die Sessions sich anguckt und meint, die wichtigen Dinge aus der Session im Kopf behalten zu können, ist überhaupt kein Problem. Wer sich da tiefer reinsteigern kann, jederzeit, ne, der betrachtet dann halt das als Nice-to-Know-Wissen gekennzeichnete, als wichtiges Wissen, das wirklich ganz, ganz wie ihr möchtet. Wenn was unklar ist, schaut euch nochmal die Aufzeichnung an. Wenn da noch was unklar ist, fragt Kollegen aus dem Lehrgang. Und wenn da noch was unklar ist, könnt ihr euch gerne bei mir melden. So, zur Administration, Gruppenbildung haben wir ja bereits schon ein bisschen mit angefangen. Ich habe vor, das Ganze mittwochs ab 20 Uhr und sonntags ab 19 Uhr anzubieten. Wer sich jetzt hier noch nicht wiederfindet, keine Panik. Ich habe vor einer Woche habe ich aufgehört, diese Liste zu führen. Das ist so bisher die Aufteilung. Das wäre natürlich gigantisch, wenn alle am Mittwoch Zeit hätten, aber ich verstehe, dass das nicht möglich ist. Und deswegen werden wir das dann zweigeteilt machen. Einmal mittwochs und einmal sonntags. Ne, wer da in der Liste sich jetzt nicht wiederfindet, auch an die Leute, die die Aufzeichnung nachher gucken, keine Panik. Das war erstmal nur eine Vorababfrage, ob überhaupt jemand Interesse daran hat, wann generell so die Leute Zeit haben und alles Weitere kommt dann später. Springer, bitte nicht. Wer sonntags da ist, der ist sonntags da. Wer mittwochs da ist, ist mittwochs da. Also nicht mal hier, mal da. Da komme ich dann ein bisschen durcheinander. Zuschauer wird es nicht geben. Nur bei dem Lehrgang Angemeldete werden dem beiwohnen können. Und Ein- und Aussteiger, also wer jetzt so nach der zweiten Session oder dritten Session einsteigen möchte, geht natürlich auch. Da muss man sich halt die Aufzeichnungen angucken. Und wer keine Lust mehr hat oder wer nicht mehr möchte, der kann natürlich auch aussteigen. Da reicht dann einfach eine E-Mail an mich. Braucht gar keine Gründe nennen, dass ihr dann nicht mehr dabei seid, dass ich da nicht unnötig dann auf euch warte. So, wir gucken mal kurz rein, was ich da vorbereitet habe. Auf der Website straßenpiloten.de. Da, wenn man das eingibt, kommt man auf diese Seite. Und wenn er hier auf 737 Type Rating draufklickt, geht dann diese Seite auf. Es geht hier zu einem internen Bereich, den gucken wir uns gleich noch an. Der ist passwortgeschützt. Und weiter unten findet ihr dann die verbindliche Anmeldung zum Type Rating. Da könnt ihr dann noch eure Daten eingeben, Name, was weiß ich, noch eine Adresse, dass ich weiß, wo ich den Type Rating-Nachweis nach Abschluss der Ausbildung hinschicken soll. Natürlich nur für FSC-Mitglieder. Wenn jemand jetzt geködert werden würde, und denn das interessiert, dann muss er erst dem Club beitreten und bekommt dann erst den Zugang zu diesem Lehrgang. Gebt hier bitte an bei der Gruppe, wann ihr mitmachen wollt und hier drunter dann das Startdatum, ab wann ihr dem Lehrgang zur Verfügung steht, ne? Also wann euer Sommerurlaub endet, wann ihr generell regelmäßiger Zeit habt. Dann noch so ein paar Fragen, was ihr bisher gemacht habt, euer Wissen. Und dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Na, wenn ich dann die Mail von euch bekomme, dann bekommt ihr das Passwort für den internen Bereich. Und da gucken wir mal kurz rein. Das ist jetzt Da habe kurze ich, Frage, Tim. Das ja. ist aber für alle, die, egal ob man sich schon mal angemeldet hat bei dir per E-Mail oder nicht, sollen sich alle nochmal eintragen. Ist das richtig? Ja, Ja. genau. Das war Okay. erstmal so eine Vorababfrage, wer überhaupt wann, wie, wo. Und ab jetzt habt ihr dann die Möglichkeit, euch da so nochmal anzumelden, dass ich da eine genauere Übersicht bekomme. Auch dann für die Leute, die jetzt nach der Einführung abgeschreckt sind oder angefixt sind, dass wir da genau wissen, wer da mitmacht. Na, auch wenn ihr mir schon eine E-Mail geschrieben habt, bitte nochmal. Ab jetzt keine E-Mails oder WhatsApps mehr schreiben, sondern nur mit diesem Formular. Das hilft mir ein bisschen bei der Übersicht. Gut, der interne Bereich, der 737 Classroom, da haben wir dann den Stundenplan. Da tragen wir dann jeweils ein, wann wir verabredet haben, wann die nächste Session ist. Linke Spalte für die Mittwochsgruppe, die rechte Spalte für die Sonntagsgruppe. Weiter unten habt ihr dann Downloads. Da ist dann der Syllabus und die Training Card. Mache ich mal kurz auf. Das könnt ihr euch dann nochmal runterladen. Und seht dann hier nochmal diese Übersicht über die einzelnen Sessions, wo ihr dann hier auch dann euch eintragen könnt, wann ihr da teilgenommen habt und ja, dass da nichts hinten runterfällt. Darunter das Boeing 737 NGF kommen, das ist so, also die Hauptquelle, mit der wir
Nein, nicht mit der wir arbeiten werden, weil das komplett auf Englisch ist. Ich möchte das ja auch für nicht so gut Englisch sprechende halten. Da steht alles drin über das Flugzeug. Das könnt ihr euch hier runterladen. Wenn ihr ein anderes FCOM habt, das vom PMDG oder so, benutzt das bitte nicht für diese Ausbildung. Wir wollen gucken, dass wir alle mit dem gleichen FCOM arbeiten. Darunter ein Quick-Reference-Handbook für die 737, eine normale Checklist und nochmal Supplementary Procedures. Was das alles ist, was man damit machen kann, kann man dann erfahrt ihr dann im Lauf der Ausbildung. Und weiter unten werde ich dann jeweils dann die Links einstellen zu den Aufzeichnungen, dass man sich das nachher angucken kann. Und wenn es das gibt, ein Arbeitsmaterial, das ihr nicht mitschreiben müsst. Das Wichtige steht dann hier zum Download bereit. Roger. Also diese Eintragungen geschehen dann auf dieser Website. Genau, ja, wir werden jeweils dann Und noch so die Termine Passwort? vereinbaren. Passwort kommt per E-Mail, sobald man sich angemeldet hat. Ach so, andersrum. Ja, Okay. genau. Ja, soweit dazu. Ich versuche nochmal, ich bin relativ unvorbereitet. Mal gucken, was ist nochmal wichtig. Ja, wie gesagt, keine Angst haben, dass das zu anspruchsvoll ist. Ich versuche das so flach wie möglich zu halten, werden aber sehr doch relativ tief einsteigen. Vergesst bitte alles, was ihr vorher meintet zu wissen. Vergeht da frisch dran. Seid bitte offen für Neues. Ne, wir werden das Flugzeug dann, wenn das Type-Rating durch ist, könnt ihr das tatsächlich so fliegen. Ihr könnt euch dann Level-D-Simulator buchen und könnt dann das Flugzeug von A nach B fliegen, ohne große Probleme, ohne Co-Pilot. Da gibt es natürlich keinen SIM-Brief-Download. Ne? Ihr werdet relativ schnell sehen und lernen, dass man so einen Flieger, die FMS, innerhalb von 4, 5 Minuten für einen Flug vorbereiten kann. SIM-Brief-Download gibt es im Real nicht. Das machen wir ja auch nicht. Keine Sorge, da werden wir Step by Step rangehen. Ja, gut. Was gibt es noch zu sagen? Frage hätte ich da noch Ja, kurz. klar, leg jederzeit. Da war, als du das gezeigt hast mit dem, was du gerne wissen möchtest, ne? Wie gut, was verstehst du unter, wie gut man die 737 kennt? Ganz gut. Was ist ganz gut? Ja, wenn du das Ding jetzt schon meinst, ganz gut zu handeln. Das ist ich werde jetzt nicht nach Session Nummer 5 sagen, Roland, du hast damals angekreuzt, du kennst den Flieger ganz gut. Was war denn das für eine Scheiße? Hast du da gelogen? Du fliegst ja sofort aus dem Lehrgang. Ne? Ist erstmal so eine Abfrage. Das hat Ich man mich interessiert vermeiden. hauptsächlich, ob jemand bisher noch nie mit dem Ding zu tun hatte Ja, okay. oder schon mal ein bisschen angebrütet ist. Ne? Okay, also mit dem Ding seit FS9 oder was weiß ich schon geflogen bist, dann fällt das unter ganz gut. Ja, genau. Natürlich auch seit dem Hochfrei. Pappenheimer, ne? Auch das. Ja. Ich hätte auch eine ganz kurze Ja, klar. Frage. Ist es sinnvoll, bei diesen Sessions am Flieger zu sitzen oder kann ich das auch hier unten an meinem Laptop mitverfolgen? Das könnt ihr, warte mal, ich gehe mal kurz zurück hier. Dum, 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 dum. Kannst du halten, ja. Eigentlich bei allen Sessions, Entschuldigung, bei allen Sessions reicht das, wenn ihr einen Computer habt, der zoomfähig ist und einen relativ großen Monitor, dass ihr auch was erkennen könnt. Ja, okay. Erst so gegen Ende, wenn es darum geht, hier so Vorbereitungssessions zu machen, ein bisschen zu üben für den Skill-Test, da wäre es schön, wenn ihr Zugriff auf einen Simulator hättet, weil ich dann bei euch gerne zugucken möchte, wie ihr fliegt. Aber ansonsten reicht eigentlich ein Laptop oder ein Handy, wo man ein Headset anschließen kann. Ne? Nee, das ist wunderbar, danke. Ja. Schlaumeier, Hinweis, bin jetzt zufällig auf Datenschutzerklärung gekommen. Da sagt er mir, Seite wurde nicht gefunden. Okay, Nur dann als kleiner Hinweis, kann der Lehrgang leider nicht stattfinden. ja. Wie schade. Ja, nee, danke für den Hinweis. Muss ich mal gucken, was Jimdo da gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was ich denn da verbergen müsste. Ne? Keine Ahnung. Ja. Gut, hat sonst noch jemand Fragen oder Bedenken, Hoffnungen, Wünsche, Anträge? Thomas hat eine Frage. Ja, klar. Und zwar, ich bin eingetragen für Sonntag, ich kann aber auch Mittwoch. Deswegen Das ist trage ich mich gut. Mittwoch dann ein. Das wäre super, ja. Wer. Wenn es sehr hilfreich ist. Ja, warte mal, was war? Ich hab das schon wieder vergessen. Wo waren denn die meisten Menschen? Meist Mittwoch. Mittwoch. Mittwochs, Mittwoch, ja. ja. Ja.
Ja, gut, du Zähne kannst, waren am Sonntag gewesen. kannst du machen, wie du möchtest, kannst du machen, wie du möchtest. Ne? Wenn jetzt alle Sonntägler sagen würden, ich kann auch mittwochs, dann wäre das für mich eine Halbierung der Arbeit. Aber ich weiß, dass das nicht geht, habe ich auch Verständnis für und versucht da bitte nicht, euch zu verbiegen und eure Frauen, Freundinnen, Geliebten vom Kopf zu stoßen. Ne? Das ist kein Problem. Deswegen meldet euch wirklich da an dem Tag an, wo ihr wirklich am besten Zeit habt. Sonntag ist Tatort. Sonntag ist Tatort. Ja, aber bei Nicht der alle sind Qualität kannst du Tatortgucker. das auch vergessen, nochmal. Ja, das ist schwer, so ein Recht zu machen. Sagen wir Tatort Flugzeug. Genau. Wissen wir schon ungefähr, wann du ungefähr starten willst mit der ganzen Aktion? Wenn die meisten Leute aus dem Urlaub zu Hause sind. Also praktisch im Herbst nach den Sommerferien. Herbst, ich Dezember würde dann. sagen, so Ende Juli, Anfang August. Ach Ne? so. Weiß ich, ob du es mitbekommen hast, also so ein, zwei, drei Sessions, die kann man sich ruhig in der Aufzeichnung angucken, wenn man dann zum laufenden Lehrgang dazustoßen kann. Das ist kein großes Thema. Okay. Ne? Ich will nochmal versuchen, eine Werbetrommel dafür zu rühren, außerhalb des FSC. Vielleicht gewinnt man da den einen oder anderen noch Ja, die müssen aber erst darüber anzutreten. Vereinsmitglied werden, Na ne? klar, das ist klar, das ist ja die Idee Und dabei. der erste Beitrag muss überwiesen worden sein. Ja. Ja, ganz wichtig. Ja. Ja. Also Tim, du kennst ja meine Bedenken, ne? Die habe ich ja nach wie vor noch. Der brauchst du nicht, brauchst du nicht. Wir machen das ja ganz locker, ne? Das ist ja jetzt kein Type-Rating, damit du deinen Job ausüben kannst, sondern das ist dein Hobby, ne? Das gilt für alle, ne? Ja, aber ich habe dir ja auch schon geschrieben. Also ich sehe das so, dass alle, die sich hier angemeldet haben, alle schon 37 Erfahrung haben und ich habe eben null. Ja, Ich aber habe die eher fliegen das das. stimmt Gezogen, nicht. ne? Das ist Nee. einmal nicht richtig. Einmal, darf ich bitte? Das ist einmal nicht richtig. Und ich würde mal sagen, so gut 90% der Leute, die meinen, die 737 fliegen zu können, machen es falsch. Die werden es viel schwerer haben als du, Willi. Du fängst nämlich bei null an und du kannst von vornherein direkt das Richtige machen. Und die anderen werden ganz gehörig, ganz häufig mal eine Flasche Whisky austrinken müssen, um Altes zu vergessen. Willi, keine Angst, ich bin auch ein totaler Anfänger auf Genau. Also, 737. ich habe mich gerade über deine Homepage für den Mittwoch angemeldet. Ja, Da sehr gut. siehst Hast du du. aber ganz schnell getippt. Ja, nee, also keine Angst, ne? Ich habe ja auch keine Ahnung von dem Ding. Ich bin ganz, ganz gespannt, ja, wenn ich die Sessions vorbereitet, was es da alles für Systeme gibt und Knöpfe und Schalter. Ich war bisher immer froh, dass die beschriftet sind. Nee, überhaupt kein Problem. Da braucht man wirklich keine Sorgen haben. Und wenn man doch merkt, das ist absolut nichts für mich, ich überfordere mich, es ist eure Freizeit, nicht euer Beruf, dann könnt ihr jederzeit sagen, mache ich lieber nicht weiter. Und wenn jemand sagt, ich mache jetzt weiter und lasse mich aber nur berieseln, ich mache dann halt keinen Type-Rating-Skill-Test, ist das auch okay. Ne? Das ist für mich die gleiche Arbeit. Ja? Ganz easy going. Willi, du fliegst genauso wie jetzt, nur ohne Schäferhund. Ja, okay. Zum Beispiel. Oder? Gut. Hat noch jemand was? Also mit dem Startdatum. Also ich fahre jetzt Ende August, Anfang September für 10 Tage in Urlaub. Da brauche ich jetzt nichts Besonderes eintragen. Du wolltest ja gerne im Anfang Juli anfangen, ne? Ich Oder weiß es nicht. Ich August. lasse mich überraschen, weil die meisten Leute, wenn jetzt alle erst Mitte September wieder zu Hause sind, dann fangen wir natürlich erst dann an, ne? Weiß ich, wie weit du. Mich stört das jetzt nicht. Also ich meine, wenn du sagst, wir fangen dann im 1. August oder was, ich für den Mittwoch dann an, ist das kein Thema für mich, wenn ich einmal das verpasse oder Ja, zweimal. genau, ja. Ja? Kannst du auch am Strand liegen und eine Aufzeichnung angucken oder so. Das, natürlich, Ja. wir haben Bei ja mir WLAN. genauso. Ist bei mir genauso. Ich bin im September eine Woche in Urlaub und da Ja. muss ich das eben nachholen oder ich Sagt rufe er der einfach Frau an. einfach, dass er auf dem iPad gerade Zeitung liest und dann. Genau. Ja, kann ich ja auch im Ferienheim. Wifi ist da, also kann man das machen. Genau. Thema. Alles kein Problem. Also bitte seht das sehr, sehr entspannt. Ich versuche es, wie gesagt, so real und tief wie möglich zu machen und wie nötig und easy going. Ja, das ist nicht wie ein scharfes Type-Rating, wo die Leute Gefahr laufen, arbeitslos zu werden, wenn das nicht klappt. Wir werden nicht ganz tief in die Knöpfchenkunde einsteigen. Doch, wir gucken uns alle Knöpfchen an. Ihr werdet erfahren, was dahinter steckt. Ihr müsst es aber nachher nicht wissen. Na, ihr müsst nur wissen, okay, Scheibenheizung mache ich im Turnaround, mache ich die an. Ja, das ist, ja, das reicht völlig aus. Wir werden zwar alles ansprechen, was man dazu so wissen kann und sollte, nee, wissen kann, nicht sollte. Und wie gesagt, wer sich da wirklich jetzt wirklich reinsteigern möchte, der kann das Nice to Know Wissen natürlich dann auch gucken, dass er das in den Kopf reinbekommt. Wer dann noch zusätzliche Hilfe braucht, dann sagt Bescheid, das ist kein Problem.
Aber ja, alles entspannt, entspannte Sache. Ne? Das hält von uns keiner aus, jetzt irgendwie 25 Wochen hier, wie damals in der Schulzeit, dann immer zu sitzen und zu büffeln. Macht keinen Spaß, ist nicht zielführend und hat, glaube ich, keine Lust drauf. Ne? Das braucht man nicht. Ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, du benutzt dieses FCU oder irgendwas, ne? Als Datei. Wie viele Seiten sind das? Macht es Sinn, das auszudrucken? Nein, oder? Bitte, um Gottes Willen. Ich habe schon gesehen, Leute, die am Strand sitzen mit gebundenen mit gebundenen PMDG-Sachen. Lass da bitte die Finger von. In vielen Sachen steht so viel Quatsch. Und vor allem dieses F-Com. Ich lade es mal gerade runter. Nee, Quatsch, ich habe es ja hier drin. Warte. Type Rating 737, F-Com. Wo ist es? Da ist es. Also nur zur Info, wenn sich das einer ausdrucken will. Ich habe es mal zu meiner Zeit gemacht, als ich noch Zugriff auf den Firmendrucker hatte. Und das sind also insgesamt vier DIN A4 Ordner. Ne? Also, das sind 1830 Seiten, von denen viele Seiten uninteressant sind. Und vor allem, ihr habt nichts davon. Ne? Jetzt greife ich schon ein bisschen vor, wenn man mit dem F-Com arbeitet und irgendwas sucht, dann macht man das entweder hier im Verzeichnisbaum, sucht sich das richtige Kapitel aus, was das hier Air Systems, Control and Indications und guckt sich das an, was man da wissen will. Ne? Oder macht eine Textsuche, dass man im Text sucht. Ausgedruckt ist das Ding in meinen Augen 0, gar nichts wert. Ne? Würde ich echt nicht tun. Das ist zwar vielleicht schön anzugucken, dann vier DIN A4 Ordner im Schrank stehen zu haben, aber bringt nichts. Und zum Arbeiten, zum Nachschlagen, was zu finden, das geht im PDF mit diesem Verzeichnisbaum wesentlich, wesentlich einfacher. Ne? Deswegen habe ich da auch so wenig reingeguckt. Genau, ja. Okay, und jetzt nicht erschrecken, ich erwarte nicht von euch, dass ihr mit dem F-Com großartig arbeitet. Es ist mehr so der Pfad, an dem ich mich entlanghangel, was wir machen, was man wissen kann, was man wissen muss. Was im F-Com drin steht, weiß ein normaler Pilot eigentlich auch nicht, weil dafür braucht man dann Maintenance-Manuals. Das nur so als Referenz für euch, wer da mal was genau wissen will, der kann das dann nachlesen. Aber ich verlange nicht von euch, jetzt hier großartig mit dem Flight Crew Operational Manual oder dem AFM zu arbeiten, ne? Überhaupt nicht. Das ist einfach nur so da für euch zur Referenz. Aber bitte, bitte druckt das nicht aus. Na, das Einzige, was man wirklich ausdrucken sollte, ist hier die Normal Checklist und die Supplementary Procedures. Die kann man dann, wenn man möchte, auf die Rückseite von der Normal Checklist noch drauf drucken. Wenn man Laminierer hat, kann man sich das so dick wie möglich laminieren und dann ist man eigentlich ganz gut ausgestattet. Ne? Das Strandfoto ist übrigens von You Have Control und ich habe es auch immer im Urlaub dabei. Nee, da stand PMDG irgendwas drauf, aber ist egal. Tim meinte mich, als ich in Griechenland am Strand lag und die Bedienungsanleitung von der PMDG gelesen habe. Ja. Read the fucking manual. Ja. Nee, also mein Buch, wir werden wesentlich tiefer eintauchen, als was da im Buch steht. Ne? Ich hoffe, da steht wenig Quatsch drin. Nicht, dass jetzt während des Lehrgangs rauskommt, dass da nur Scheiße drin steht. Ich glaube eher nicht. Aber wir werden wesentlich tiefer einsteigen. Und auch wenn wir über diese Systeme hier reden, die da so alle standen, versuchen wir da so viel Praxisbezug wie möglich ranzubringen, dass man sich das merken kann und sich darunter auch was vorstellen kann. Ne? Welches Buch meinst du denn? Das erste oder das zweite? Es gibt vier. Das letzte meinte ich. Das letzte, gut. Das allerletzte. Gut. Hat noch jemand Bedenken, Fragen? Nee, nur vor Freude. Nee, nur vor Freude. Genau so. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich habe zwar viele Type Ratings unterrichtet, aber dann halt andere Klientel. Ne? Und das für mich jetzt auch, muss ich mich reinfuchsen, dass ich das wirklich hinbekomme, den Bogen zu spannen. Das war da, dass das nicht, A, nicht langweilig wird und auch B, dann die Leute nicht überfordert. Ne? Aber das kriegen wir schon hin. Empfiehlst du denn in dieser Zeit abstinent vom Airbus zu sein? Ja, besser ist es. Damit man keine Knoten in den Gehirnwindungen hat hinterher. Man da flexibel im Hirn, ja. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ne? Also in real ist es so, dass man immer nur ein Flugzeug fliegen darf, einen Typen.
Mach es, wie du meinst. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, dann, wenn man dann wieder in Airbus einsteigt, zu sehen, ach, guck mal, hier ist das ja so und so. So habe ich mir eigentlich, was habe ich gemacht? Drei Type-Ratings habe ich gemacht. Und von jedem Type-Rating aufs andere war es leichter, mir was zu merken, weil einmal als erstes die Unterschiede auffallen. Ne? Dass man denkt, oh, guck mal, das ist ja hier jetzt so und so. Und dann kann man sich das dann mit dem neuen Typen dann auch wesentlich besser merken. Ne? Deswegen ist auch ein, denke ich mal, ein Vorteil für die Leute, die bisher nur Airbus oder was anderes geflogen sind, weil die Unterschiede werden relativ schnell deutlich und man kann sich anhand dessen dann auch einiges ganz gut merken. Ne? Also fliegt ruhig weiter andere Flugzeuge, auch wenn es keinen Sinn macht, fliegerisch. Eine Frage habe ich noch, Tim. Ich habe also irgendwo vor, so, ja, so Ende August, die nächste Zeitung rauszubringen. Darf ich da ein bisschen, die Werbetrommel rühren? Kannst du machen? Und vielleicht auch deine Folie da noch mit reinbringen? Ist vielleicht auch interessant. Vielleicht melden sich dann ja noch ein paar Leute an. Ja gut, so Präsentation online stellen finde ich macht wenig Sinn, weil das gesprochene Wort ist ja, denke ich mal, das Wichtige, aber da werden wir schon hinkriegen. Ne? Kannst du machen, ja Prima. gerne. Ja. Super. Tim, kurze Frage von Thorsten. Wird es eine Kontaktliste geben der Mittwochs- oder Sonntagsteilnehmer, falls man da untereinander so Fragen ventilieren möchte? Das könnt ihr gerne machen. Wir können, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen können wir bilden oder E-Mail-Verteiler. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das macht durchaus Sinn, ja, klar, logisch. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Meetingräume man mit dem Account vom Verein jetzt tatsächlich aufmachen kann. Ob man da parallel irgendwie noch was machen kann, dass da gegebenenfalls so kleinere Lerngruppen sich treffen. Aber das wird sich, denke ich mal, im Laufe des Lehrgangs wird vieles Nur klarer werden. eine zur selben Zeit. Ah, okay. Man kann aber über Privataccounts 45 Minuten lang schnacken. Ja, das reicht nicht. Ja, nee, ich denke mal, das wird sich schon finden. Man kann ja auch auf Teamspeak sich treffen oder so. Das Ja, wird im Laufe der 25 Wochen werden wir das, 25 plus Wochen werden wir das, glaube ich, schon hinkriegen. ich denke auch, Nee, ja. der Account ist ja nur bei deiner offiziellen Schulung belegt. Sonst können sich da andere eintragen und was abhalten, aber im Kalender eintragen. Ja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Daran wird es nicht scheitern. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, jetzt wieder einen eigenen Zoom-Account mitzubesorgen, aber der kostet Geld und das wollte ich jetzt erstmal nicht ausgeben. Ja, Wir haben schauen wir doch mal. vom Verein einen. Wir Haben haben wir noch einen? einen, Ja, ja. für eine Session ja. Ja, Das. gleichzeitig. Aber du willst ja nicht gleichzeitig verschiedene Sessions haben, oder? Falls sich eine Lerngruppe dann parallel irgendwie treffen möchte. Aber das sind jetzt alles so Detailfragen, da brauchen wir Ja, uns das jetzt, glaube ich, ist nicht den genau. Kopf zu zerbrechen. Ne? Das Ich ist denke ja. auch. Und da wird man sich ja wahrscheinlich an unterschiedlichen Tagen vielleicht auch mal treffen oder verabreden. Ja. Das, der Das ist ja Flugfunk, ziemlich der. Ja. ehrgeizig, wir alle sind, ne? Die kriegen ja dann ihren. Naja, egal. Hat noch jemand was? Diese Zugangsdaten, die sind aktuell, ne? Die bleiben auch. Ganz klar, ne? Die Zugangsdaten sind aktuell, ja. Ja, gut. Genau. Weil wir vorhin alle auf dem FSC-Server waren. Viele, muss man so sagen. Das Nicht ist ja der alle. FSC-Server, Das aber ist ein ja, das war ein anderes anderer Meeting, ne? Meeting. Anderes Meeting, ne? Ach so, gut. Ja. Aber dass Alles das gut. ging, ihr wart doch hier. Gleichzeitig ist auch unser FSC-Server, oder nicht? Dann geht doch vielleicht mehr als ein Meeting zur Zeit, ne? Das hätte ich ja so einen Negat Verdacht. Was negativ. heißt denn da negativ? Ja, Man kann, wir waren noch nein. zu zweit auf Zoom, auf Ja, unserem Account. aber es gibt nur ein lizenziertes Dauermeeting 5 Stunden. Das andere ist dann kastriert. Du kannst beliebig viele kastrierte Meetings zusätzlich machen. Was heißt jetzt kastriert? Auf Nur 45 auf die Minuten jeweilige limitiert. Zeit beschränkt? Auf 45 Ja, Minuten limitiert und dann. dann wieder neu alle einloggen. Okay. Wenn wir Okay. jetzt sehen, wenn in 5 Minuten die Session hier abbricht, dann haben wir die limitierte erwischt. Die 5 Stunden erreicht, ja. Ja, die läuft jetzt schon 1 Stunde 23. Ja, Ja. kann es nicht sein. Ich habe noch Gut. eine andere Ja, Frage. klar. Oder vielleicht auch ein bisschen an Ecki, ne? Wie ist denn das, wenn einer 25 Wochen seines Lebens, also 50 Stunden oder mehr, so wie für uns opfert, mit so viel Vorbereitung wie Tim, wie du das hier machst? Das tut er aus freien Stücken und würde es nicht tun, wenn er das nicht wollen würde, um das selbst zu beantworten.
Ich habe gerade so, so gedacht. Michael, über alles andere reden wir dann später mal. Ne? Genau. Genau, das brauchen wir jetzt nicht in diesem Kreis. Das kriegen wir schon gebacken. Okay. Wir sind schon groß. So, genau. so viele Fischbrötchen haben wir ja gar nicht. Da war einer zu viel, oder wie war jetzt das? Gut. Letzte Chance, Fragen. Wie gesagt, auch hier ganz wichtig beim Tab-Rating, es gibt keine dummen Fragen. Ja, wer sich zurückhält mit Fragen, ist dumm. Deswegen gibt auch keine dummen Antworten. Ne? Vor allem, wenn die Sessions laufen, immer alles Fragen. Ja, dumm möchte ich ja nicht sein. Jetzt frage ich doch nochmal. Also ich habe ja bei mir das so, dass ich niemals mit einem Bildschirm pflege, sondern ich habe ja diesen Air Manager mit Touchscreen, wo ich also Instrumente mir drauf bete, die sind nie die originalen. Das kriege ich ja nie hin. Also zum Beispiel das Overhead-Panel von der 737 ist ja sehr komplex. Das heißt, ich scrolle dann da irgendwie hin und löse dann da was aus. Und wenn ich jetzt also pflege, dann habe ich das bisher halt ziemlich vereinfacht. Also für mich ist das dann ziemlich neu, wenn ich da wirklich so wie, sagen wir mal, ein richtiger Pilot jeden Schalter bediene und so. Also zum Beispiel, ich habe einen Schalter bei mir, der heißt, ich weiß nicht, Pitot Heat. Mhm. Und mit dem mache ich dann zum Beispiel Scheibenheizung an und ich weiß nicht was alles mit einem einzigen Schalter. Ne? Das heißt, wenn wirklich so eine Art Rating mal, wenn ich da hier sagen, wie ich so fliege, wird für mich ganz anders sein, das dann darzustellen. Also wenn das auf einem Bildschirm dann ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch ein Thema ist. Auch kann ich verstehen. Ich habe auch kein Full-Flight-Simulator-Cockpit hier bei mir. Ja gut, da müssen wir gucken, weil Pitot Heat wird niemals mit der Scheibenheizung zusammen angemacht oder ausgeschaltet. Da müsste man dann, müsste man mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber daran wird es, denke ich mal, nicht scheitern. Ne? Ja. Sie ist als Chance, dein Cockpit zu verbessern. Genau. Ja, change your life. Tim, eine Frage. Ja, klar. Ich habe ja nun ein Cockpit gebaut hier. Ich sitze da drin und bediene wie das Flugzeug. Wenn du mitfliegen willst, geht das gar nicht so richtig mit dem ProSim, glaube ich. Ne? Du zahlst mehr Spritkosten nach Luxemburg, dann geht das. Ansonsten müssen wir das bleiben lassen. Das Problem ist, bei den meisten kannst du ja über AnyDesk oder irgendwelche TeamViewer natürlich da sehen, was die machen. Mhm. Bei mir könnte ich es nur über die Kamera machen. Ich habe schon überlegt. Kannst du doch jetzt hier auch über die Kamera. Du wirst also, dein Monitor wird hier übertragen und dann sieht man, wie du fliegst. Ja, du schnallst einfach deine Webcam auf deinen Kopf oben drauf mit dem Helm, dann sehe ich genau, ja, wo du hinguckst. So ganz ungewöhnlich wäre das dann nicht, ne? Weil ich habe ja als Bildschirm ist bei mir nur die Szenerie, ne? Der Rest ist real und das kann ich nicht so übertragen. Also nee, das ist schon klar. Das sind ja mehrere, die ein Home-Cockpit haben. Ich weiß, ja. Müssen wir mal gucken. Ne? Aber nicht schlimm, das soll es nicht. Ich glaube, ist nur so eine Bemerkung. Nee. Ich kann auch bis Luxemburg fahren, das ist kein Problem. Ich bin im öffentlichen Dienst, ich habe Zeit. Hier ist nur Platz für zwei Leute. Wenn meine Frau kommt, geht das gar nicht mehr. Ja, siehst du, dann ist die schon draußen. Der Co-Pilot passt gar nicht hier rein. Wie ist denn das bei VR? Also ich habe ja so ein Cockpit, wo nichts funktioniert. Ne? Und also fliegst du Airbus bis jetzt? Okay. Nein, bei mir funktioniert kein Knopf. Weißt du, okay, ja. Ja. Und ich mache das ja in VR. Weil wie fliegst du denn dann das Type-Rating mit? Das müsstest du mir beantworten. Du bist ja der Freak, was sowas angeht. Ne? Ob du mir dein VR-Bild übertragen kannst, gegen eine geringe Spende kaufe ich mir eine VR-Brille und gucke dir einfach zu, wenn das geht, keine Ahnung. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Okay. Das wird jetzt auch alles, wird auch nicht am Vorfliegen scheitern. Ne? Das ist ja, keine Ahnung. In der Zeit ist auch Oberschleißheim. Dann habe ich vor, meinen Rechner mitzubringen, den baue ich da auf. Und da kann man natürlich dann auch ein bisschen fliegen und vorfliegen. Das ist ja kein großes Ding. Kann man den Test auch schön dort machen. Genau. Dann gibt es jede Menge Runden an der Bar. Ja, kannst du auch vorbeikommen, weil Oberschleißheim ist 2 Kilometer von hier entfernt. Das ist da, haben wir das doch schon. Aber nicht von hier. Der Jörg, ich habe mir auch schon Überlegungen gemacht wegen meinem Homecockpit. Und eine Sache ist, dass man natürlich sagt, welchen Schalter man betätigt. Ist ja schon, musst du auch den richtigen in der Hand halten und die richtige Stellung bringen. Ne?
Ja, erzähl mir nichts, du. Meine Güte, wir sind schon hier wieder um das um mit den kleinen Details hier dran. Dann muss man Ja. immer mit dem Standard-Cockpit diesen Flug machen. Das geht ja auch. Das ist ja bei allen möglichen Sachen auch verfügbar, Ja, oder? wenn man anderes gewohnt ist, Wifi, ich habe da schon Verständnis für. Ja. Die Leute machen sich nicht umsonst ein anderes Cockpit, weil die damit besser zurechtkommen. Ich habe da Ja, Verständnis klar. für und da werden wir schon Lösungen für finden, ne? Ja. Es gibt ja keine, es gibt keine Probleme, es gibt nur Situationen, ne? Nur Frauen haben Probleme. Ja. Das haben wir auch immer als Ja. Mutter gehört. Man kann das doch mal absprechen. Ich finde, das ist ganz gut so. Ja. Außerdem kommt hier die Schwabenintelligenz zusammen, das hilft. Ja, ist der Wahnsinn, ne? Schwaben. Schwaben? Ach, Schwarm. Ihr Schwaben. Schwaben. Ich habe Schwaben verstanden. Ich habe auch Schwaben verstanden. Schwaben und Intelligenz, das war ja Leute, merkwürdig. Leute, ihr habt hier einen Österreicher in der Leitung, das geht nicht so einfach. Ah ja, Oh okay. Gott. Entschuldige bitte, sprechen wir zu schnell? Ja, man kann YouTube-Videos auch mit 0,25 und 0,5% facher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Das ist alles kein Problem. Aber eigentlich geht das in der Schweiz wesentlich langsamer als. Da freut sich der Peter jetzt gerade über diese Fakten. Ja, gleich jetzt Das los. hätte ich nicht gedacht, Generalstopp. hätte ich nicht gedacht, dass das Team in der ersten Session schon auseinanderbricht. Macht doch, was ihr wollt. Ja. Ja. Gut. Ja, super, ganz Gibt vielen es noch Dank. was Produktives? Fragen oder Beschimpfungen? Dann go. Nein. Okay. Super. Okay. Gut. Dann, wie Super, gesagt, danke wer Lust dir. hat, meldet sich an und Ja. ich halte euch auf dem Laufenden, wann es dann losgeht. Ich habe auch Okay. schon Roger, gesagt. sehr gerne. Danke Bis zusammen. dann. Komm, Tschüss. alles Ciao. Ciao. Bye Ciao. bye. Achim. Bricht der Server jetzt zusammen, wenn wir uns alle Joachim? gleichzeitig Ja. anmelden?